war 18, als ich geheiratet habe. Aber es geschah nicht aus Liebe. Ihr Ehemann ist ein Heiliger und wir alle müssen ihn zum Wohle Russlands ehren. Romantische Liebe bleibt die letzte Illusion der alten Ordnung. Kennst du Graf Wronski schon länger? Er ist ein reicher, gut aussehender Offizier. Tanzen Sie mit mir. Ich muss dich vor etwas warnen. Warnen? Du könntest dich aus Unvorsichtigkeit dem Gerede der Leute aussetzen. Das muss aufhören. Wenn Ihnen nur etwas an mir liegt, dann lassen Sie mir meine Ruhe. Für uns gibt es keine Ruhe. Es gibt nur Leid und höchstes Glück. Das heißt, es ist lieber. Gott hat uns vereinigt und dieses Band kann man nur zerreißen durch ein Verbrechen gegenüber Gott. Ist etwas passiert? Nicht etwas, alles. Es wäre eine Sünde, dir dabei zu helfen, dich zu vernichten. Wer sich sinnlicher Begierde um ihrer selbst willen hingibt, der schändet etwas Heiliges. Ein Mann, der seine Frau nicht zu lenken versteht, der lenkt auch keine Staatsgeschäfte. Anna ist keine Verbrecherin. Aber sie verstößt gegen die Regeln. Verlass ihn. Ich soll mein Leben verlassen? Sie wird sich ruinieren. Glaubst du, ich überlasse dir meinen Sohn? Du bist verdorben. Eine ehrlose Frau. Willst du das wirklich sein? Weißt du, was du willst? Ich liebe dich. Warum? Liebe kennt kein Warum.